So, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Spaß am Sparen. Und zwar bin ich mega aufgeregt, wie jedes Mal zu diesem Anlass, denn ich möchte heute gern mit euch meine neuen Sparspiele und Challenges teilen, die ja heute am 14. Februar, an dieser Stelle einen schönen Valentinstag euch allen, so ihr den denn ja, begeht oder feiert oder nutzt, wie auch immer. Wir ja, ignorieren ihn eigentlich in der Regel immer, weil wir sagen uns eigentlich, wir zeigen uns das ganze Jahr über, dass wir uns lieben und mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten, da brauchen wir eigentlich nicht so einen speziellen festgelegten Tag. Aber jeder wie er mag, ist ja generell ist ja ein schöner Anlass, also kann ja nicht genug Liebe geben da draußen, also von daher alles gut. So, zurück zum Thema. Gott, ich habe noch nicht mal eine Minute geschafft, ohne abzuschweifen. Ne? Ey, es ist schlimm. Jedenfalls, heute 14. Februar, ab 18 Uhr gibt es bei mir im Shop die neuen Spiele und Challenges. Und die zeige ich euch jetzt. Und ich freue mich und ich bin so gespannt. Ganz kurz vorab eine Info, bevor wir hier reinhüpfen. Dieser ganze Binder ist übrigens voll, ne, mit den aktuellen Sachen. Also nur die aktuellen neuen Sachen drin. kurz vorab eine Info. Und zwar, ihr kennt ja meinen Etsy-Shop, über den ihr in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr immer bestellt habt, wo es ja quasi die Rubrik digitale Downloads gibt und wo es die Rubrik die Printprodukte, ne, also die gedruckten Varianten gibt für euch. So, von wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ursprünglich ganz am Anfang nur digitale Sachen geplant hatte und demzufolge halt das in meinen anderen Etsy-Shop mit einfließen lassen habe, wo es ja schon ganz viele digitale, ja so digitale Stamps, also Digi-Stamps, digitale Ausmalbilder und Stempelabdrücke und solche, so alles, was in diese Richtung geht, Collage-Elemente gab. Ja, aber dann im Laufe des letzten Jahres ist ja Spaß am Sparen und diese Produkte, die ich mache, hat ja so ein bisschen so eine Eigendynamik entwickelt, wofür ich sehr dankbar bin und worüber ich mich sehr freue. Also sagen wir mal so, ihr wisst ja oder viele von euch wissen ja, dass ich mehrere verschiedene Business-Bereiche habe. Ne? Ich habe Wachsmagie, dann habe ich den Kunstbereich mit meinen Online-Kursen, dann habe ich jetzt Spaß am Sparen mit diesem Etsy-Shop. Sprich, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Töpfe auf dem Herd. Ich versuche es euch nur kurz plausibel zu machen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Und das ist jedes Mal, wenn es um die Buchhaltung geht, wenn es um die Steuern geht, wenn ich meiner Steuerberaterin alles einreichen muss, ist es ein Krampf. Und jetzt habe ich wirklich eigentlich schon zum Jahreswechsel überlegt, wie kann man die Sache irgendwie verbessern, vereinfachen. Einfach für mich, für uns, für den internen Ablauf. So, long story short, ich habe mir jetzt doch nochmal separat einen Online-Shop eingerichtet. So einen, ja, wie ich ihn auch für Wachsmagie habe. Und dort werdet ihr künftig alle gedruckten Produkte finden. Und auf Etsy werde ich nach wie vor die digitalen Produkte weiterlaufen lassen. Einfach weil es da vom Handling her, vom Ablauf her einfacher ist. Ne? Da brauchst du dich nicht selbst drum kümmern, sondern da kümmert sich quasi Etsy um die Downloads, dass die halt heruntergeladen werden können, dass die zugestellt werden an die Besteller. Das ist, weil es wirklich einfacher und besser automatisiert, als man das oder als ich das in einem eigenen Online-Shop umsetzen und anlegen könnte. Ergo wird es nach wie vor weiterhin alle digitalen Produkte zum Download in meinem Etsy-Shop geben. Die gedruckten Sachen wird es ab heute in meinem Online-Shop geben. Adresse blende ich euch dort ein. Das ist spaßamsparenshop.de. Ich wollte erst Spaß am Sparen nehmen, aber das war, weil ich habe wachsmagieshop.de und deswegen dachte ich, spaßamsparenshop.de passt gut. Egal. Und ich weiß, das ist erstmal eine kleine Umstellung. Ich weiß, dass sehr, sehr viele von euch einfach super gern über Etsy bestellen, natürlich alles gern an einem Ort haben. Verstehe ich auch. Aber für mich wird es künftig so vom Ablauf, von der Organisation, von der Buchhaltung, von allem drum und dran her einfach einfacher und optimierter. Und da ich ja auch in diesem Printbereich wirklich für dieses Jahr viel geplant habe,
ja, war dieser Switch für mich einfach wichtig. Jetzt bei diesem Restock werden die Sachen noch in beiden Shops erhältlich sein. Also ihr werdet sie noch auf Etsy nach wie vor finden, einfach um so eine kleine Übergangsphase zu haben. Ich will die nicht gleich jetzt sofort da rauscutten und dann wundern sich eventuell einige Leute und denken, nanu, wo sind die Sachen hin? Ich denke, die gibt es im Shop, ihr wisst. Demzufolge wird es jetzt bei diesem Restock und eventuell noch beim nächsten, da muss ich mal so ein bisschen schauen, die Sachen noch parallel laufend geben im Etsy-Shop, aber auch schon in meinem neuen Online-Shop. Und um all den Skeptikern und all den Etsy-Lovers, die sagen, ah, oh, ich bestelle lieber auf Etsy, warum jetzt Online-Shop? Hm, mag ich nicht, pipapo, und hast nicht gesehen? Um euch das einfach so ein bisschen zu erleichtern und schmackhafter zu machen, um mir die Sache dann leichter zu machen. Also, dass ihr sagt, okay, ich bestelle das dann lieber jetzt direkt dort im Shop schon. Da bekommt ihr quasi jetzt einmalig die Versandkosten gratis. Also für eure erste Bestellung in meinem oder über meinen Online-Shop, ich wollte gerade sagen wachsmonkeyshop.de, Spaß am Sparenshop.de, bekommt ihr jetzt einmalig quasi für eure erste Bestellung, wenn ihr euch ein Kundenkonto anlegt und eure erste Bestellung tätigt, die Versandkosten gratis. Da gibt es beim Checkout so eine Option, die ihr auswählen könnt, Erstbesteller gratis Versand, und die könnt ihr dann auswählen und dann könnt ihr quasi eure Bestellung gratis erhalten und zugeschickt bekommen, die erste Bestellung wohlgemerkt. Genau, also das so ein bisschen als Anreiz und als kleine Belohnung für die, die jetzt sagen, okay, cool, mache ich, kein Thema, ich bestelle auch gerne über den Shop, ja. Genau, so, das wäre erstmal das, was mir auch in dem Fall sehr wichtig ist und was halt wirklich eine wichtige Info ist. Und ja, ich überlege, dann springen wir direkt rein jetzt, würde ich sagen. Ich packe das erstmal auf Seite, das sind so ein bisschen die anderen Sachen und die Goodies. Und wir gucken mal. Und wir fangen, glaube ich, gleich mit einem Spiel an, wo viele sehr gespannt drauf sind. Und zwar mit dem Sparjack. Ihr kennt ja, oder viele von euch kennen ja den Winter-Sparjack. Und ja, das ist ja jetzt... Ja, der Winter, gut, wir haben noch Winter, aber eigentlich läuft so ein bisschen jetzt aus, ne? Und da musste definitiv eine neue Variante her. Ich dachte so, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, also so saisonale Sparjacks zu machen. Hatte euch aber, ich glaube, in einem vor ein paar Videos hatte ich euch mal gefragt, unten in die Kommentare so ein paar Themenvorschläge oder Themenideen zu posten, was für ein Thema ihr euch wünschen würdet für den Sparjack. Und da waren viele, viele tolle Vorschläge dabei, von denen ich auch sicherlich noch einige andere umsetzen werde. Aber unter anderem, und der Vorschlag kam von der lieben Tina von Black Roses Design. Die hat nämlich auch geschrieben, Thema Piraten. Und bisher habe ich noch gar nichts im Bereich Piraten gemacht in dem Thema. Und da hat es für mich irgendwie so Klick gemacht, weil ich dachte, Piraten. Und dann dachte ich sofort halt an so... Ja, Pirates of the Caribbean und Jack und, Jack Sparrow und dann dachte ich, ja, Jack, Sparjack, irgendwie, da lässt sich doch irgendwie was, das lag einfach auf der Hand, ne, das war eine Steilvorlage. Und wie gesagt, muss man ja auch mal so ein bisschen aufpassen und es hat jetzt natürlich eigentlich auch mit dem Film, mit der eigentlichen Story überhaupt nichts zu tun, soll es auch gar nicht, aber... Piratenmäßig habe ich mich da so ein bisschen orientiert und demzufolge ist das jetzt die Edition Jack Sparrow. Also Sparreihe, weil wir haben hier die Sparreihen, ne? Jack Sparrow Sparjack. Also gibt es jetzt neben dem Winter Sparjack, den es momentan nicht gibt, auch den Jack Sparrow Sparjack für euch. Und zwar diese süße Karte hier mit dem kleinen süßen Piraten hier drauf, Goldmünzen, dem kleinen süßen Papagei da oben. Dann nach wie vor, wie gehabt, die einzelnen Sparreihen, die ihr dann bespielen und besparen könnt. Und die Rückseite auch wie gehabt, hier mit dem Tracker. Hier unten nochmal die Anleitung mit drauf und dann haben wir hier so eine Jackie Sparrow. Ein paar Münzen, so eine Schatzkarte im Hintergrund. Also alles so ein bisschen wirklich in die Richtung gehend. Und ja, ich bin mega gespannt, wie die euch gefällt. Ich persönlich mag das Design sehr, sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich darauf, die dann bei euch zu sehen, wie ihr da zockt. So, das nächste, was wir hier haben als kleines Spiel/Challenge, haben wir Spart ihr das Washi-Tape? Und zwar glaube ich ja zu wissen, dass wir alle doch recht
recht viel Washi-Tape daheim haben, so vom Budgetieren, von den Budgetgestaltungen, ja, also vielleicht nicht jeder, aber ich glaube schon die meisten, ne? Also ein bisschen Washi-Tape hat, glaube ich, jeder in seinem Stash. Und da haben wir hier nämlich diese leeren Washi-Tape-Streifen mit den einzelnen Zahlen, Sparbeträgen drauf. Auf der Rückseite hier haben wir wieder die Tracker. Und eine kleine Anleitung, und zwar geht es darum, ihr könnt 84 Euro insgesamt sparen, ein kleines Washi-Tape-Kunstwerk hier zu erschaffen. Und ihr habt hier quasi diese Reihen mit den Zahlen und ihr nutzt dann einfach immer irgendein Washi-Tape aus eurem Stash und reißt dann da einen kleinen Schnipsel ab und klebt immer einen Betrag ab. Einfach immer in dieser Reihe hier weitergehend, in dem Fall dann zum Beispiel so. Das klebt ja am Anfang nicht mehr. Ich hätte vielleicht nicht ein altes Washi-Tape nehmen sollen. Was? So, aber ihr versteht's, ne? Dann haben wir jetzt quasi hier wieder 1 Euro abgeklebt und würden das jetzt dann in dem Fall tracken. Und dann beim nächsten Mal nehmt ihr wieder ein anderes Washi-Tape und klebt hier weiter. Und da haben wir hier 1 Euro Beträge, 2er, 3er, 5er. Ne? Und am Ende habt ihr dann ein schönes Washi-Tape-Kunstwerk mit allen euren Washi-Tapes. Und ja, habe 84 Euro gespart. Also ich fand es mal ganz witzig. Ich versuche ja immer so ein bisschen zu gucken. Wie gesagt, niemand kann das Rad neu erfinden. Und viele Sachen sind halt einfach auch immer fortlaufend gleich. Übergreifend, ja, rubbeln und würfeln und was auch immer. Aber ich versuche natürlich auch immer so ein bisschen Sachen zu finden, die halt noch nicht so da waren oder die ich zumindest so noch nicht gesehen habe. Ein bisschen outside of the box zu denken. Ja, spar dir das Washi-Tape. Ich fand die Idee eigentlich ganz süß und ganz witzig. Und ist eigentlich relativ simpel, schnell gemacht und hat so ein bisschen auch so einen kleinen Kreativitätsfaktor mit dabei. Und ich persönlich mag es einfach auch, wenn man dann das alles so sieht. Und das hat so ein bisschen was von Stickeralbum früher. Oder ich habe mir am Anfang, also als ich noch damals so Karten gemacht habe und so, ne, habe ich ja schon viel und Scrapbooking, viel mit Washi-Tape gearbeitet und habe mir dann wirklich echt so in einem Buch so die Washi-Tape-Samples geklebt, ne, dass man so einen Überblick hat, welche Washi-Tapes man in seinem Besitz hat. Und das wird dann auch quasi am Ende wie so eine kleine Übersicht eurer Washi-Tapes. Jo. Spar dir das Washi-Tape direkt zum Abheften im A6-Format. So, dann geht es weiter. Und zwar haben wir ja den St. Patrick's Day. Der kommt ja demnächst. Da gibt es 2 kleine Challenges zum Thema. Und zwar einmal hier die Kiss Me I'm Irish Rubbelkarte. Mit diesen beiden süßen irischen Elfen hier. Da haben wir hier vorne Rubbelsticker zum Freirubbeln und hier hinten nochmal 3 Tracker hinten mit drauf. Und insgesamt haben wir hier eine Sparsumme von 50 Euro. Also relativ leicht machbar, denke ich mal. Ist so ein kleiner Snack, eine kleine Snack-Challenge zwischendurch einmal. Und dann geht es weiter auch zum Thema St. Patrick's Day. Haben wir diese Challenge hier. Die kommt mit 6 Losen zu euch. Entweder in grün oder in gold. Und die sieht dann folgendermaßen aus. Das ist eine Dreier-Klappkarte. So. Da haben wir einmal hier drin die St. Paddy's Tombola. Einmal hier Pot of Gold mit Rubbelstickern. Hier oben haben wir dann Regenbogen. Und zwar das Regenbogenwürfeln. Da könnt ihr dann würfeln und die Zahlen eintragen. Ein kleines St. Patrick's Day Sudoku. Hier oben haben wir Farben des Regenbogens zum Ausmalen der einzelnen Regenbogenstreifen und der kleinen Wolken hier. Dann haben wir hier nochmal Dominostein und einen Würfel zum Erwürfeln oder direkt abstreichen, je nachdem, wie ihr das gerne umsetzt. Und hier haben wir noch ein weiteres Rubbelfeld versteckt. Genau, hier haben wir so ein bisschen Einleitung und so ein bisschen Hintergrundinformation zum St. Patrick's Day. Und auf der Rückseite haben wir dann natürlich den kompletten Tracker für euch. Genau, das ist die Kiss Me I'm Irish Klappkarte. Und ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. So, bewegen wir uns weg vom St. Patrick's Day hin zu Ostern. So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Feiert ihr Ostern groß? Also wir persönlich feiern Ostern nicht in dem Sinne. Aber ich mag es als Thema. Ja? Also ich mag die Zeit, ich mag die Dekoration, ich mag vor allem die Farben. Dieses
frühlingshafte, pastellige. Ne? Ich finde es auch nach so einem langen, grauen, kalten, dunklen Winter tut das immer unheimlich gut. Also da freue ich mich dann immer eigentlich auf diese Osterzeit in erster Linie wegen der schönen Motive und schönen Farben, die dann einfach wieder in dein Leben kommen dadurch. Ich glaube, ich muss auch was zu trinken holen. Es tut mir leid, ihr Lieben. So, und zwar bei der Steampunk Oster Challenge haben wir hier einmal diese Karte, die einmal als Dashboard dient. Und auf der Rückseite habt ihr dann direkt den Tracker. Hier mit diesem kleinen süßen Manual in der Ostereierwerkstatt im Steampunk-Look. Und hier vorne das Mädel dazu passend beim Ostereier kolorieren. Hier oben dieses süße Osterküken auch im Steampunk-Look. Und passend dazu bekommt ihr 4 doppelseitige Rubbelkärtchen. Auch alle komplett in demselben Steampunk-Oster-Look. Hier haben wir einmal dieses Osterkörbchen und dieses süße, lustige Osterei. Immer jeweils mit 2 Rubbelfeldern. Dann einmal hier dieser süße Osterhase und der süße Osterwichtel oder Ostergnom im Steampunk-Look. Dieses knuffige Osterküken. Dann habt ihr hier eine süße Ostereule mit schönen pastelligen Tulpen. Und dann haben wir hier einmal noch dieses süße Osterlämmchen im Steampunk-Look. Und noch einen kleinen Osterhasi, ebenfalls im selben Look. Genau. Das ist die Steampunk Oster Challenge. Das könnt ihr dann einfach so in einen so ein Tütchen hier packen. So, als nächstes, wir bleiben beim Thema Ostern, hat du Möhrchen, eine Klappkarte. Die Klappkarte kommt mit 5 Losen dazu. Und da könnt ihr den Betrag von 65 Euro plus X sparen, X bezüglich der Lose, ne? Weil da weiß man natürlich nie, was dahinter steckt. Genau, einmal Klappkarte voll mit diesem süßen Häschen, die Rückseite mit dem Tracker. Und dann innen haben wir einmal hier die Möhrchensuche. Das ist Fluffy. Fluffy liebt Möhrchen über alles. Hilft Fluffy, die Möhrchen zu finden, sonst ist er traurig. Und wer will schon einen traurigen Fluffy sehen? Sorry. Genau, hier haben wir die Rubbelfelder. Dann hier unten haben wir die Möhrchenernte. Bevor du den Erntekorb nach Hause bringst, musst du zuerst alle einzelnen Möhrchen bezahlen. Hier oben haben wir dann gewürfelte Möhrchen. Da könnt ihr die Augenzahlen auf den Würfelmöhrchen abstreichen oder erwürfeln und dann abstreichen und sparen. Und hier unten haben wir dann noch die Möhrchen-Tombola, wo ihr dann jeweils ein Los ziehen könnt und hier dann den Betrag eintragen und sparen könnt. Die Möhrchensuche hat du Möhrchen. So. Dann, wir bleiben österlich bzw. frühlingshaft. Dann haben wir noch eine weitere kleine Rubbelkarte. Auch so ein bisschen Snack-Size. Spring is in the air mit diesem süßen Osterhasen hier und den Kirschblüten. Also schon eher so ein bisschen frühlingshaft, finde ich. Also nicht so zwingend österlich. Haben wir hier vorne 3 Rubbelfelder drauf, hinter denen sich Sparbeträge verstecken. Und auf der Rückseite haben wir dann noch ein kleines Frühlingsrätsel mit 6 verschiedenen Fragen und Antworten, die ihr dann entsprechend in die Felder eintragen könnt. Und da spart ihr dann quasi die Lösungsworte, je Buchstaben 1 Euro. Und da unten haben wir natürlich wieder passend den Tracker dazu. Genau, Spring is in the air. Und dann kommen wir zum ersten etwas größeren Spiel. Da bleiben wir aber auch österlich. Und zwar haben wir das Ostereier-Labor. Hier mit diesem kleinen süßen Osterhasen. Der kommt zumindest bei den ersten 50 Bestellungen mit dazu. Ich glaube, weiß nicht, ob man es seht, ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Ne? Aber ich habe da auch ein Foto, was ihr dann im Shop seht, mit so einem kleinen süßen Osterhase hier. Genau. So, Ostereierlabor. Spielprinzip ähnlich vom perfekten Wintertag oder von der Erdbeerzeit. Und ja, alle, die dieses Spiel schon kennen, die kennen das Spielprinzip hier auch. Sprich, ihr beginnt hier unten auf Start, würfelt dann und könnt in sämtliche Richtungen gehen, nach oben, zur Seite oder auch diagonal.
und landet dann immer auf den einzelnen Sammelfeldern. Auf der Rückseite seht ihr dann hier nochmal so eine kleine Einleitung und die einzelnen Sammelobjekte, was die halt bedeuten, was ihr da sparen könnt oder tun müsst entsprechend. Hier haben wir übrigens die kleine Hanna Hase. Ja, das ist Hanna Hase und das da vorne ist Hajo Hase. Und die werkeln da fleißig im Ostereierlabor und zaubern da allerlei lustige, pastellfarbene, bunte Überraschungen fürs Osterfest. Und dann gibt es natürlich passend dazu wieder so einmal hier ein kleines Anleitungskärtchen, wo ihr dann nochmal die Anleitung nachlesen könnt, falls ihr das Spiel und das Spielprinzip noch nicht kennt. Dann genau haben wir hier so einen kleinen Magnetspielfigur. Da ist dann eigentlich normalerweise der Magnet mit drauf. Zack, wir haben ein passendes Budget-Sheet, Ostereierlabor und dann eigentlich Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, weil es ja ein Sammelspiel, haben wir hier die Ostereierlabor-Sammelkarte, wo ihr dann hier die einzelnen Elemente, die ihr hier auf dem Spielfeld erwürfelt und ersammelt, jeweils auch abstreichen könnt, wenn ihr sie bespart. Und wenn ihr dann ein Element hier komplett gesammelt habt, dann könnt ihr hier unten die Überraschung freirubbeln und sehen, was ihr da Tolles im Ostereierlabor gezaubert habt. Und dahinter verbirgt sich dann auch nochmal eine separate finale Sparsumme für euch. Genau, das ist das Ostereierlabor. So, und damit sind wir zumindest, was Ostern betrifft, schon mal durch. Und kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar sind das die Drachenfreunde. So sieht das Ganze aus. Auch wieder gleiches Prinzip zum Abheften. Stabiles 400 Gramm Papier, foliert, glänzend. So, hier unten geht die Reise los. Kommt mit einem schönen Herzmagnet hier mit so Drachenschuppen, mit so schillernden Drachenschuppen. Fand ich ganz passend. Und dann würfelt ihr hier geht es quasi immer im Kreis die Reise. Und da kommt ihr dann wieder auf die einzelnen Ereignisfelder, die dann hier hinten wieder beschrieben sind. Gibt normale Ereignisfelder, wo ihr quasi nur eine Aktion ausführen müsst und dann entsprechend die Summe spart. Oder es gibt natürlich auch wieder Sachen zu sammeln und ihr könnt hier einmal auf Felder kommen, wo ihr dann weitergeleitet werdet. Wir haben hier einmal noch, ich zeige euch das mal kurz, einmal erstmal das Dashboard. Ich hole es mal kurz raus hier. Das Dashboard. So, wir holen mal alles raus. Das Dashboard. Auf der Rückseite nochmal eine komplette Anleitung zum Spielablauf. Und dann haben wir nämlich hier einmal, fangen wir damit an, den Budget-Tracker. Vorseite, Rückseite. Zwei unterschiedliche Motive, sodass er auch ganz viel Platz zum Tracken hat. Und dann gibt es hier nämlich einmal die Sticker-Freunde-Sammelkarte und einmal die Rubbel-Freunde-Sammelkarte. Und da kommt ihr auf entsprechende Felder und werdet dann halt dahin weitergeleitet. Hier müsst ihr dann zum Beispiel, wenn ihr auf dieses Feld kommt, noch einmal würfeln. Ne? Und wenn ihr eine gerade Zahl würfelt, dann dürft ihr hier auf dem Freunde-Sammelkarte, Sticker-Freunde-Sammelkarte, auf der Sticker-Freunde-Sammelkarte einen Freund für die kleine Daya. Das ist übrigens Daya, das habe ich nicht erwähnt, ne? Das ist die kleine Daya. Und Daya ist auf der Suche nach Freundschaft. dann dürft ihr hier einen Freund von diesen süßen Babydrachen-Stickern, die dabei sind und mitkommen, 10 verschiedene, dürft ihr hier einen Freund für die kleine Daya auf die Sticker-Sammelkarte aufkleben, auf ein beliebiges Drachenei und spart dann die entsprechende Summe, die ihr abdeckt. Oder ihr werdet halt auf die Freunde, Rubbel-Freunde-Sammelkarte weitergeleitet, wo ihr dann quasi schauen könnt und rubbeln könnt und gucken könnt, ob sich hinter dem Rubbelfeld eventuell ein neuer Freund für die kleine Daya verbirgt. Und natürlich auch eine entsprechende Sparsumme. Genau. So sieht das Ganze aus. Das Spiel Drachenfreunde. So. Achso, hier haben wir noch den kleinen, die kleine süße Daya. Da kommt der Magnetspielstein drauf zu euch. So, das wäre das.
Und dann haben wir noch zwei Klappkarten für die Tierfreunde unter euch, die einen Tierspartopf haben oder für eure Tiere auch sparen, für Hunde oder für Katzen. Ich weiß, es gibt auch viele andere Tiere, natürlich, ich will die nicht außen vor lassen, ich will hier kein Tier dissen, aber ich habe mich jetzt hier erstmal auf die Hunde und Katzen beschränkt, einfach weil es thematisch passte. Ich wollte halt ganz gern was so, ich hatte einfach diese Schlagwort Dosenöffner im Hinterkopf, ne? Und demzufolge gibt es jetzt hier eine Klappkarte Dosenöffner in der Dog Edition und eine Klappkarte Dosenöffner in der Cat Edition. Die Cat Edition hat einen Sparbetrag von 88 Euro insgesamt und die Dog Edition insgesamt von 100 Euro. So sieht das Ganze aus hier mit der süßen Mizi, die ihre Dose öffnen möchte und mit dem süßen Wuffy Bell, der hier seine Dose offensichtlich schon geöffnet hat. Die Rückseite jeweils mit Tracker. Da haben wir auch nochmal eine kleine süße Mietz und einen kleinen süßen Hund da unten. So, und dann fangen wir an. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Dosenöffner Cat Edition an. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir einmal Dosen öffnen, namensgebend. Dosen öffnen, rubbeln und sparen. Da rubbelt ihr die einzelnen Rubbelfelder auf und schaut dann, ob sich dahinter eventuell Futterdöschen befinden mit Sparbeträgen. Hier unten haben wir einmal diese süßen Katzenwürfel. Würfel abstreicheln. Oh, ich liebe, sorry. Würfel abstreichen, streicheln, wo ihr dann die einzelnen Sparbeträge von den Würfeln abstreichen könnt. Dann haben wir hier drüben einmal diese süße Mietzie, die hat natürlich Hunger, wie man sieht, weil sie einen großen leeren Napf vor sich stehen hat. Füllt den Napf, dort malt ihr die einzelnen Katzennäpfchen aus und spart dann die entsprechende Summe. Und hier unten haben wir nochmal Befrei Mietzi. Mietzi hat sich in eine missliche Lage gebracht. Sie steckt zwischen den Dosen fest. Hilf ihr, sich zu befreien, indem du alle Dosen entfernst. Streich die Dosen weg, spar pro Dose einen Euro. Da könnt ihr dann quasi die einzelnen Dosen wegstreichen und die kleine Mietzi befreien, weil die sieht nämlich ziemlich unglücklich aus da drin. Ja. So, genau, so sieht das Ganze aus. Da könnt ihr einiges machen. Und wie gesagt, insgesamt 88 Euro sparen. Und ich liebe die einfach. Und dann kommen wir zur Dog Edition. Gleiches Prinzip vom Aufbau her, nur die Spiele ein bisschen abgewandelt, thematisch. Hier oben haben wir wieder Dosen öffnen. Da dürft ihr dann Futterdosen öffnen für diesen kleinen süßen Wauzi hier. Hier unten dürft ihr für diesen kleinen zauberhaften Wuffy Bell den Napf füllen oder die Näpfe füllen. Hier haben wir wieder die Würfel. Würfel abstreichen. Zwei süße Hundewürfel. Antons Pünktchen haben wir hier. Anton hat seine Pünktchen verloren. Male sie aus und spare 1 Euro pro Punkt, damit er wieder zu einem ordentlichen Dalmatiner wird. Der kleine Anton. Pünktchen und Anton. Ihr merkt schon, ich frage mich immer, ob sowas überhaupt ankommt oder ob Leute das bemerken oder ich liebe es immer, wenn mir irgendwas einfällt, ich, ah, das ist cool, also Pünktchen und Anton, ne? Antons Pünktchen oder keine Ahnung, ich freue mich aber wie so. Sorry. Und hier unten haben wir dann noch Leckerlis fangen. Da freut der kleine süße Golden Retriever sich hier auf die ganzen Leckerlis, die geworfen werden. Streiche ab und spare 2 Euro pro Leckerli. So, das ist die Dog Edition vom Dosenöffner. Die beiden ziehen dann auch mit ein. Einmal und zweimal. So, das ist der Hauptteil, den ich euch zeigen wollte und der jetzt einziehen darf. Und dann haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten, ein paar andere Kleinigkeiten. Wir fangen mal hiermit an. Als Gratis-Goodie zu eurer Bestellung gibt es momentan dann diese süße Sparferkelkarte. So sieht die aus, so sieht die auf der Rückseite aus. Könnt ihr dann auch ja, zum Versenden nutzen, wenn ihr mögt. Oder einfach zum Sammeln, zum irgendwo hinstellen, wie auch immer. Das kleine süße Sparferkel mit einem von mir gemalten Aquarell. Ich lieb's. Sparferkel. Guck, da ist es drauf, das Sparferkel. Und es hält übrigens Bombe, ne? Also wir hatten ja, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt. Und es hat sich jetzt wirklich richtig schön gesetzt oder gelegt oder wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Hält richtig, richtig super. Also mega. So, genau, das kleine Sparferkel. Und dann gibt es noch so ein paar andere Gratis-Goodies, die immer zu den Bestellungen mit dazukommen. Da variiere ich einfach immer so ein bisschen. Und zwar haben wir noch ein kleines Lesezeichen. Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele.
von Cicero. Kleines süßes Lesezeichen. Dann gibt es momentan die Mini-Würfel-Challenge dazu mit unserer kleinen süßen Daria hier. Tracker auf der Rückseite im Gesamtsparwert von 24 Euro. Dann haben wir momentan die Steampunk Spring Mini-Challenge, wo ihr hier würfeln und abstreichen könnt. Hier unten nochmal direkt Beträge erwürfeln könnt. Auch wieder Tracker auf der Rückseite als Mini-Challenge. Und diese kleine Mini-Danke-Challenge nochmal im Faltdesign, wo ihr dann würfelt mit einem Würfel eurer Wahl und die Augenzahl entsprechend in die kleinen Herzchen hier an den Kleeblättern eintragt und spart, passend zum St. Patrick's Day. Und da könnt ihr dann auch hier auf der Rückseite die ganze Sache noch tracken. Genau, diese Sachen haben wir momentan so ein bisschen als Gratis-Goodies, die wir mit reinlegen unter anderem. So, dann packe ich das mal kurz auf Seite und dann gibt es noch eine kleine Sache, die wollte ich einfach mal ausprobieren, weil ich es in erster Linie auch für mich selber machen wollte. Und ja, musste ja eine gewisse Anzahl bestellen, ist ja klar. Und ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Und zwar einen kleinen Notizblock. Budget Queen. Ich habe hier schon mal was draufgeschrieben, um das mal so ein bisschen zu testen. So sieht das Ganze aus. Das ist Format DIN A6. Es sind 50 Blatt, beidseitig bedruckt, in einem 80 Gramm Papier matt. Also was ihr auch sehr, sehr gut einfach beschreiben könnt. So sieht das Ganze, wie gesagt, aus. Vorne haben wir hier die Budget Queen. Und hinten dann steht noch mal Budget Queen drauf. Und im Hintergrund habe ich so ein Aquarellmotiv, so ein Watercolor Splatters in den Hintergrund gelegt. Genau, und das ist quasi jetzt einfach mal so ein Testballon, das erste Motiv, einfach mal um zu gucken, ob es euch gefällt, ob ihr sagt, Mensch, das ist was, das kann ich gut nutzen. Ich bin ja immer so, ich bin ja ein absoluter Schreiberling, ich schreibe mir alles auf, ich bin so ein totaler Listenmensch, ich brauche auch immer überall irgendwelche Notizblöcke, Notizzettel, also von daher ist das eigentlich genau meins. Da muss ich einfach mal gucken, ob euch das gefällt, auf jeden Fall zieht das auch mit im Shop ein und dann, ja, könnt ihr ja auch gerne, ist, denke ich mal, für ein relativ kleines Geld auch und dann könnt ihr ja gerne mal schauen, ob das was für euch ist, was ihr so ein bisschen auch nutzen möchtet. Zieht auf jeden Fall erstmal mit ein. So, und damit sind wir jetzt für diesen Restock, für diesen Release, wie auch immer ihr es bezeichnen möchtet, für diese Shop-Auffüllung heute am 14. Februar durch. Ich packe euch den Shop-Link, alle Shop-Links nochmal unten in die Infobox. Und ja, ich freue mich, ich bin mega, mega gespannt. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was euer Favorit ist von diesem Release. Das interessiert mich natürlich immer brennend, ne? Weil man selbst hat natürlich immer so seine Favorites. Aber die von euch können natürlich komplett ganz woanders liegen. Also da bin ich immer mega, mega gespannt drauf. Lasst mich gerne unten wissen, welche von dem neuen Zeugs hier eure Favoriten sind. Und ansonsten ab 18 Uhr dann im Online-Shop. Wie gesagt, auf meinem Online-Shop spaßamsparenshop.de gibt es versandkostenfreie Bestellungen, dieses Mal für Erstbesteller. Und ansonsten auch im Etsy-Shop, wenn ihr sagt, nee, das möchte ich gar nicht, ich bestelle erstmal lieber noch über Etsy, dann könnt ihr da natürlich auch die Sache bestellen. Info unten, alles in der Infobox. So, ich bin jetzt raus. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst gerne ein Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben.